Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist bei uns der heilige Abend und ich dachte, ich nehme euch mal wieder, so wie letztes Jahr, einfach so über die Feiertage mit. Ja, ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten euch allen. Klar, das Video kommt ein bisschen später, aber man kann es euch ja trotzdem wünschen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ja, wir sind jetzt gerade aufgestanden, es ist 8:30. Die Kleine ist leider krank geworden jetzt über Weihnachten. Sie ist total erkältet und ich glaube, sie hat auch so ein bisschen Fieber. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr warm. Und ja, deswegen hat sie sehr, sehr schlecht geschlafen, wie man mir vielleicht auch ansieht. Also ich habe total die Augenringe, weil ich habe eigentlich fast gar nicht geschlafen, weil die Kleine nur im Sitzen schlafen konnte wegen der Nase eben. Also immer wenn die Nase zu war, konnte sie nicht schlafen und die Nase war nur frei, wenn sie saß. Ja, dementsprechend saß ich die ganze Zeit und sie saß auf mir und hat dann nur so geschlafen. Das heißt, ich schlafe oder also ich kann nicht im Sitzen schlafen. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wer im Sitzen schlafen kann. Ich kann es nicht und ja. Am Ende habe ich ihr dann hier so aus Decken und Kissen so einen Berg gebaut, wo ich sie irgendwie so gegengelehnt habe. Das hat jetzt ganz gut geklappt, die letzten 2 Stunden, aber ja, ich bin total müde. Ist dann so. Ich mache mich jetzt gleich fertig. Ne, die kleine Maus auch. Zähne putzen und waschen und eine neue Pampi brauchst du. Und dann wartet noch ein Riesenberg Arbeit auf uns. Bei uns ist Heiligabend immer so, dass meine ganze Familie zu uns kommt und dann essen wir heute Abend Raclette. Das ist immer jedes Jahr unterschiedlich, was wir essen. Also letztes Jahr hatten wir Kartoffelsalat mit Würstchen. Also das ist immer unterschiedlich. Dieses Jahr gibt es eben Raclette. Ja, und die kommen nachher gegen Nachmittag. Und davor müssen wir noch alles aufräumen. Ich muss auf jeden Fall nochmal einkaufen. Mir fehlen noch ein, zwei Sachen. Und ich habe noch 2 Riesen-Wäschekörbe aufzuhängen, einen abzuhängen, also einen Wäscheständer abzuhängen. Also ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das werde ich jetzt gleich in Angriff nehmen. Ich muss mich auch noch fertig machen und so. Und ja, ich nehme mich einfach mit. Viel Spaß. Hier liegt die kranke Maus. Huh? Bist du krank? Ja, am ersten Weihnachten krank. Und es reibt sich auch schon wieder die Augen. Oh. Ja, das tut mir so leid, ey. Armes Mädchen. Ja, wir gehen jetzt runter, ja? So sieht es jetzt hier aus. Kleine schläft gerade. Wir haben hier schon eben die Tische bereit gemacht. Teller und Servietten, ein paar Soßen. Das hier räume ich gleich noch weg. Das ist jetzt gleich für ein Fotoshooting. Und das sind noch Klamotten, die ich oben auf die Baustelle bringen muss. Hier ist das Kinderzimmer. Genau, hier ist die Kiwi. Die Kiwi. Die kleine Kiwi ist hier. Die kleine Kiwi ist hier. Ja. Ja. Auch schon voll groß geworden, die kleine Maus, ne? Voll gewachsen bist du. Genau, die Kleine schläft dort. Und der Nachtisch ist auch schon im Kühlschrank. Hab ich auch schon fertig gemacht. Ich packe euch das Rezept einfach mal in die Infobox. Dann könnt ihr da mal schauen. Es regnet und regnet, aber schneit nicht. Leider. Keine weiße Weihnachten dieses Jahr. Genau, ich habe mich auch schon angezogen. Hier für so ein graues Blöbechen und eine schwarze Hose entschieden. Ich muss mich gleich nur noch einmal schminken. Und dann geht es für uns gleich in die Kirche. 15 Uhr. Genau, und dann kommen auch schon meine, also dann kommen schon die anderen, meine Familie und so. Und dann gibt es endlich Essen und dann gibt es Bescherung. Ich freue mich so riesig. Diesen Strauß habe ich übrigens von Felix bekommen. Richtig schön, oder? So, mein Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Meine Eltern sind in der Kirche. Ich bin zu Hause geblieben, weil die Kleine schläft. Felix ist auch schon da. Schatz! Ja? Sag Hallo! Hi. Ja.
Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf unsere Familie und dann kann es endlich losgehen. Wir haben hier schon das eine Raclette aufgeräumt und wir haben hier auch schon die Sachen weggeräumt. Hier ist das eine Raclette und meine Schwester bringt auch noch eins mit, das heißt, wir haben dann zwei. Und hier hat Felix gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause einen Schlitten mitgebracht. Der ist richtig schön. Sieht so aus, so ein Holzschlitten. Und da wollte ich jetzt nachher Fotos mit der Kleinen machen, sich hier reinsetzen und dann so ein paar Fotos machen. Ich glaube, sieht richtig süß aus. Genau, voll das schöne Schlitten für so Fotos. Richtig toll. Genau, hier ist jetzt noch unser Stativ, wo wir nachher ein paar Gruppenfotos machen. Und hier habe ich noch ein Schwangerschaftsöl von Mamacita. Ist das? Das wollte ich gerne meiner Schwester geben. Genau. Das kriegt sie nachher noch so original eingepackt. Ja. Ist auch der Nasco. Nassi. Oh, Dickole. Guten Morgen! Es ist der Weihnachtstag Nummer 1. Wir haben gestern erst noch schön gegessen und dann war die Bescherung. Die Geschenke filme ich euch einfach in einem extra Video ab. Ich glaube, das passt am besten. Dann zeige ich euch alles ganz genau. Ja, es gab auf jeden Fall richtig schöne, viele Geschenke. Und das Essen war so lecker. Richtig lecker. Und der Nachtisch, Hammer. Ja, ich habe mich gestern Abend nicht abgeschminkt. Das werde ich jetzt machen und mich danach direkt wieder neu schminken, weil gleich geht es zu Felix Eltern. Genau, da sind wir heute eingeladen zum Essen und Felix' große Schwester kommt auch. Da freut sich die Lia bestimmt wieder, weil die hat sie, glaube ich, erst einmal gesehen. Genau, dann treffen sich die beiden auch nochmal. Und oh, ich bin schon voll aus der Puste, nur weil ich hier gerade hochgegangen bin. Ja, ich werde mich jetzt abschminken, dann fertig machen und dann wollen wir auch schon loslegen.